Phoenix Classics. Bäume sind Lebewesen und sie leben in einer geheimnisvollen Welt. Sie reden miteinander, sie helfen sich gegenseitig und sie erziehen auch ihre Kinder. Hier in diesem Wald, dem Hümmeler Wald, der 4000 Jahre alt ist, in einem Buchenwald, sind sie Förster. Peter Wohlleben, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, als Förster, der ja vor allen Dingen hegt und pflegt, wie man so schön sagt, nun plötzlich das Leben der Bäume zu entdecken? Also ursprünglich wollte ich schon als kleines Kind Naturschützer werden und habe dann mehr oder weniger zufällig Forstwirtschaft studiert, weil ich dachte, na ja, Wald und Natur, das ist ja eigentlich fast dasselbe. Und habe dann angefangen, konventionell zu wirtschaften. Das ist nämlich das, was man beigebracht bekommt, nämlich in Plantagen. Das heißt also relativ hart, mit Kahlschlägen, auch mit Gifteinsätzen. Und ich habe mich dann relativ rasch gefragt, ist es das, was du wolltest? Das ist doch was ganz anderes. Und habe mich dann eben anders orientiert, an Betrieben, die ökologisch wirtschaften. Da gibt es nicht allzu viel in Deutschland, aber es gibt welche. Und habe dann eben bei diesem sanfteren Umgang mit dem Wald auch neue Dinge entdeckt. Also zum Beispiel eben, dass Bäume ganz soziale Wesen sind. Wir denken ja bei Bäumen immer sofort an Sauerstoff, an Holz, an Wasser, also an ganz viele Dienstleistungen für den Menschen. Und ich sage immer, wer denkt da eigentlich daran, wenn er einen Elefanten sieht? Und so ein Baum ist für mich praktisch ein Elefant. Und das ist das, was ich im Bewusstsein gerne ändern würde, dass man dieses Wesen für sich selbst schätzen lernt und nicht für die Dinge, die es uns Menschen liefert. Man muss genau hingucken. Das wollen wir jetzt mal machen in den nächsten Minuten. Zum Beispiel bei diesem Baum. Das ist ja auch eine Art von Elefant. Und wenn wir hier stehen und diese enorme Wurzeln sehen, dann sind die ja nicht, um uns schönes Grün zu präsentieren, sondern die haben ja einen Zweck. Da steckt ja was dahinter. Was ist bei diesen Wurzeln so besonders? Warum hat der so starke Wurzeln ausgebildet? Also Wurzeln kennen wir als Halteorgan oder zum Wasser- und Nährstoffe ansaugen. So, das ist das, was wir aus dem Biologieunterricht kennen. Aber was dieser Mutterbaum, um einen solchen handelt es sich nämlich jetzt hier, macht, der stillt gerade seine kleinen Kinder. Diese kleinen Buchen hier, die übrigens schon älter als 10 Jahre sind, die wachsen ganz langsam. Die sollen langsam wachsen. Also Baumjugend hat Zeit. 200-300 Jahre, bevor sie vielleicht in die Schule und irgendwann ins Erwachsenenleben starten dürfen. Ganz, ganz langsam. Und damit sie auf dieser Zeit einigermaßen durchs Leben kommen, damit sie genug Energie haben, deswegen werden sie über Wurzelverwachsung von diesem alten Baum ja regelrecht gestillt, also mit Zuckerlösung versorgt. Jetzt hat man die Verbindung zwischen den Wurzeln und einer wie auch immer gearteten Nährstoffverteilung ja schon im Hinterkopf. Aber da muss man ja sehr genau hingucken, wenn man hier diese kleinen Bäumchen entdecken will. Warum sind die eigentlich so klein, wenn die schon so viele Jahre alt sind? Die Elternbäume, die drosseln den Lichteinfall bis auf 3% des Sonnenlichts runter. Also es ist eigentlich ganz, ganz dunkel für diese kleinen Bäume. Und das ist der Sinn der Sache. Man hat herausgefunden, dass nur Bäume, die in den ersten 200 bis 300 Jahren sehr langsam wachsen, uralt werden können. Und deswegen werden die eben gebremst. Die bilden dann ein ganz dichtes, zähes Holz, wo Pilze auch später ganz schlecht drin wachsen können. Das heißt, wenn die mal eine Verletzung haben, heilen die das gut aus. Wenn ein Sturm so einen Baum später mal biegt, dann ist er sehr elastisch, weil dieses dichte Holz eben sehr viel widerstandsfähiger ist. Ja, und um all das zu erzeugen, bremsen die Elternbäume ihren Nachwuchs, so ähnlich wie bei uns Menschen auch, wo man den Kindern sagt, mach mal langsam, renn mal nicht so schnell über die Straße, pass mal ein bisschen auf. Nur dieses pass mal ein bisschen auf dauert halt ein paar Jahrhunderte. Nun ist das, was wir hier in einem Wald sehen, und es gibt ja ganz viele, die gerne in den Wald gehen, spazieren gehen. Der Sonntagnachmittagsspaziergang ist eine bekannte Tradition in Deutschland. Man geht aber im Grunde genommen über solche geheimnisvollen Dinge hinweg. Man sieht die erstmal nicht. Das ist ja das Spannende, was Sie uns in Ihrem Buch auch erzählen, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die man aus dem ersten Blick nicht feststellt. Aber wie haben Sie das denn festgestellt? Wie sind Sie denn da drauf gekommen, jetzt ganz viele Details dieses Lebens der Bäume zu erkennen? Das ist eigentlich eine ganz merkwürdige Sache. Und zwar, als Förster sieht man Bäume ja nur in Form von Brettern oder in Form von Papierholz oder in Form von Spanplattenholz. Also das heißt, ich muss innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Bäume nach Qualitätsstufen einteilen, weil ich im normalen Försterleben Bäume anzeichne, die dann gefällt werden sollen. Und wenn man das mehrere hundert Mal am Tag macht und über viele Jahre hinweg, dann sieht man Bäume nicht mehr als Baum.
Und interessanterweise... Also das ist ein reiner Wirtschaftsfaktor. Das ist ein reiner Wirtschaftsfaktor. Also Bäume sind Holz. Deswegen reden wir übrigens Förster in der Fachsprache auch von Nadelholz und Laubholz und nicht von Laubbäumen und Nadelbäumen. Und wir haben hier diesen jahrtausendealten Buchenwald gerettet, indem wir ihn zu einem Ruheforst, also zu einem Bestattungswald gemacht haben. So, und da sind die Leute rausgekommen und konnten sich einen Baum als lebenden Grabstein kaufen, um sich dort später beisetzen zu lassen. Und die Leute haben gesagt, ach, der ist aber so schön krumm, der Baum. Das ist so wie das richtige Leben, so wie bei mir auch. Und ich habe gedacht, nein, das ist kein schöner Baum, der ist doch total krumm, das ist doch Schrott. Oder die Äste waren so tief angesetzt. Und die haben gesagt, ach, das ist aber so schön beschirmend, so behütend, das finde ich schön. Und ich habe gedacht, nein, das ist Qualitätsstufe C, also das ist ganz schlecht, das geht überhaupt nicht. Natürlich ist es Quatsch. Und es ist ja fast peinlich, dass man als Förster Bäume nicht mehr vernünftig sehen kann. Aber ich habe wirklich mit diesen Leuten den Wald wieder mit normalen Augen sehen gelernt. Und dann bin ich über Dinge gestolpert, die mir vorher völlig entgangen sind. Das ist aber jetzt nicht nur Ihre eigene Beobachtung, sondern Sie haben ja festgestellt, es gibt ganz viel Forschung zu bestimmten Dingen bei den Bäumen, die sogar bekannt ist. Was sind Dinge, die in der Wissenschaft seit langem bekannt sind, auf die Sie quasi noch mal hinweisen jetzt in Ihrem Buch? Also das Verblüffendste vielleicht, dass Bäume miteinander sprechen. Das weiß man seit den 70er Jahren, dass Bäume sich zum Beispiel vorwarnen, wenn sie von Schädlingen befallen werden. Also wenn beispielsweise ein Borkenkäfer sich in den Baum einbohrt, dann tut dem das weh. Da laufen wirklich auch elektrische Signale in den Baum. Der lagert Abwehrstoffe dann ein, weil er dieses Viech wieder loswerden will. Und der denkt eben nicht nur an sich, sondern der warnt über ein Gas, was er ausstößt, seine Nachbarn in der Umgebung vor. Und die können dann alle vorsorglich schon Abwehrstoffe einlagern und sind gewappnet. Und diese Forschung, die ist seit mindestens 40 Jahren bekannt, aber hat sich eben nicht so im Bewusstsein durchgesetzt, weil diese Forschungsergebnisse halt sehr, sehr trocken präsentiert werden. Jetzt gibt es so einen Begriff der Vermenschlichung. Mhm. Das ist so ein Begriff, der immer dann eingesetzt wird, wenn man sagt, nun lass doch mal die Natur, die ist eben anders als wir. Wir wollen das immer nur aus dem menschlichen Auge sehen. Wie gehen Sie denn mit so einem Vorwurf um, dass wir jetzt sagen, naja, das ist ja ein Baum und das ist ein Lebewesen und der ist so ähnlich wie wir, der agiert so ähnlich und dann sagen andere, nee, das ist vor allen Dingen erstmal Holz und das hat mit dem Menschen eigentlich gar nichts zu tun? Also wir Menschen funktionieren ja zu 80-90% mindestens über Emotionen. Das heißt, wenn wir die Emotionen aus der Sprache rauslassen, dann entmenschlichen wir Sprache. Das heißt, wir verstehen sie nicht mehr. Und das ist genau das, was Forschungsberichte machen. Da sind keine Emotionen drin und deswegen liest sie keiner. Und deswegen versteht die auch keiner, zumindest kein Nicht-Fachmann oder Frau. Und das ist genau das, was ich wieder zurückbringe. Ich bringe in diese Sprachen Emotionen rein. Und wenn wir zum Beispiel sagen, diese Mutterbuche stillt ihren Nachwuchs, dann weiß sofort jeder, was gemeint ist. Wenn ich jetzt irgendwelche biochemischen und biophysikalischen Prozesse hier anführe, aufgedröselt bis in den atomaren Bereich, dann gähnt jeder und sagt, will ich gar nicht wissen und das berührt mich auch nicht. Und das ist halt schade. Das ist genau der Punkt, den ich eben gerne ändern würde. Dann reden wir jetzt mal über die Gefühle der Bäume und vermenschlichen es nicht, sondern akzeptieren einmal, dass es bei den Bäumen auch Gefühle gibt und dass die auch mit Gefühlen umgehen und was die Folgen von solchen Gefühlen sind. Und Beispiele haben wir ja hier genug. Ja. Ja, die Menschen sind jetzt gerade auch im Herbst begeistert von den Farben, die wir hier sehen, aber in jedem Blatt sind verschiedene Farben zu sehen. Also man kann sich einfach mal irgendeins rausgreifen, so wie hier das hier. Und da sieht man, dass wir hier braun haben, gelb, grün. Das hängt damit zusammen, dass der Baum versucht hat, die Reservestoffe, also das Chlorophyll, rauszuziehen. Und das ist ihm hier nicht ganz gelungen. Weil hier kleine Piraten sitzen, nämlich Pilze und Bakterien, die möchten das für sich behalten. Und einfach noch, auch wenn das Blatt schon runtergefallen ist, ein, zwei Wochen davon zehren. Aber das schadet dem Baum nicht. Besonders faszinierend jetzt im Augenblick ist natürlich nicht nur die Farbe der Blätter, sondern auch, wie sie sehr unterschiedlich abfallen. Der eine Baum ist schon mehr oder weniger kahl, der andere hat noch sehr viel Laub. Ist das zufällig oder gibt es da ein System hinter? Da gibt es schon ein System dahinter oder was eigentlich viel schöner ist, da gibt es Charaktere dahinter. Die Bäume, die sind ganz unterschiedlich wagemutig. Die werfen ihre Blätter ab, damit sie dem Schnee nicht so viel Widerstand bieten, dem Sturm nicht so viel Widerstand bieten im Winter, damit sie eben nicht abbrechen. Und das kann man als Baum nur machen, wenn man wach ist.
Aber wenn keine Blätter mehr dran sind, ist ein Baum im Winterschlaf. Das heißt, also er muss vorher sehen, dass er seine Reservestoffe aus den Blättern holt und sie dann aktiv abstößt. Nur wann ist es Winter? Das weiß man als Baum nicht. Und da gibt es Vorsichtige, die sagen, na, also das hat immer schon früh einen Schneeeinbruch gegeben und der Winter kommt dann doch ganz flott, dann werde ich meine Blätter nicht mehr los, das ist zu gefährlich, ich schmeiße die jetzt schon mal runter. Und es gibt aber auch andere, ne, so wie diesen hier, der hat noch so gelb-grüne Blätter, also ist sehr, sehr spät dran, der sich vielleicht einfach gedacht hat, hey, goldener Oktober, das haben wir doch immer noch gehabt. Ob ein Baum sowas hat oder ob der das dezentral abspeichert, das weiß man alles noch nicht. Also das ist ja das Problem, vielleicht auch das Schöne an Grundlagenforschung. Eine Frage beantwortet, 10 neue Fragen gestellt. Wir haben genug Probleme auf der Erde, aber manchmal, das haben ja die Astronauten schon gesagt, die entweder die Erde umkreist haben oder sogar vor allen Dingen die zum Mond geflogen sind, manchmal muss man sich von zu Hause entfernen, um zu wissen, in was für einem Paradies man lebt und wie wertvoll das ist, was man gerade verlassen hat. Das wäre bei der Mission zum Mars sicherlich nicht so einfach, weil der Flug zum Mars dauert eine ganze Weile, mindestens 6 Monate, und irgendwann verliert man diese wunderschöne blaue Perle im Hintergrund und vor einem der rote Planet wird einfach nicht größer. Aber ich glaube, als internationales großes Projekt wäre es ganz wichtig, sich mal wieder etwas vorzunehmen, was auch Öffentlichkeit fasziniert. Öffentlichkeit ganz allgemein wird, wenn etwas sich immer wieder wiederholt, also quasi automatisch ist, dann verliert die Öffentlichkeit an Interesse. Es muss sowas her wie ein klares Ziel, und wenn das Ziel erreicht ist, muss das nächste Ziel formuliert werden und muss auch erreichbar sein. Aber wenn Dinge sich praktisch wirklich so roboterhaft automatisieren, und die Faszination der ISS ist ja immer wieder da, wenn jemand Neues kommt, wie zum Beispiel der Alexander Gerstl, das das gemacht hat, dann gibt es einen Kontakt dafür. Aber man muss natürlich schon sagen, die Öffentlichkeit insgesamt ist nicht so wahnsinnig scharf darauf, wie das noch in den 60er Jahren war, wo wir alle mitgefiebert haben, werden die denn auch den Mond erreichen, oder bei Apollo 13 ganz besonders, kommen unsere Jungs auch wieder zurück. Da waren diese 3 Amerikaner, waren 3 von uns. Und da hat China genauso mitgefiebert wie Argentinien oder der Vatikan. Also es war ein globales Phänomen. Und das Mars-Projekt macht insofern natürlich Sinn, einen Roboter dahin zu schicken, aber irgendwann werden wir persönlich hingehen müssen. Aber macht es denn überhaupt Sinn, dass Astronauten so etwas machen? Vor 10 Jahren war Thomas Reiter auf der ISS. Er ist ein halbes Jahr dort oben gewesen. Er hat von dem blauen Planeten geschwärmt. Er hat uns alle am Gewissen gepackt und hat gesagt, überlegt mal, was ihr da für ein Paradies habt. Sie haben ja den Begriff gerade auch benutzt, und passt auf, dass das nicht schief geht. Alexander Gerst hat das auch getan bei seinem Besuch auf der ISS. Trotzdem hat das nicht wirklich zu einer Wiedererweckung der Verantwortung dem Planeten gegenüber geführt. Im Gegenteil, wir haben so das Gefühl, wir sind in einer Isolation der Krisen um uns herum. Was sollen wir da mit der Weltraumfahrt? Ja, wie gesagt, das ist... Was die unmittelbare Erdbeobachtung betrifft, gibt es ja inzwischen so viele verschiedene Informationskanäle, dass die ISS und die Astronauten ja dann immer nur der sogenannte menschliche Faktor sind. Das sind welche von uns. Wenn sie dann wieder nach Hause kommen, können die uns was darüber erzählen. Und wie ich vorhin schon mal sagte, was natürlich nicht erlebbar ist für uns, ist die innere Dimension der Erfahrung, die diese Menschen gemacht haben. Das wird für immer in denen drin bleiben. Sie können darüber reden, so viel sie wollen. Letztlich ist es eine Erfahrung, die nur von denjenigen gemacht werden kann, die da draußen ist. Wenn es um die nächsten Planeten geht, also namentlich um den Mars geht, da ist es natürlich eine alte Frage, gibt es noch Leben im Sonnensystem oder hat es nur auf unserem Planeten geklappt? Wäre wichtig zu wissen, ob der Mars das so ein Habitat gewesen ist, also ein bewohnbarer Planet. Aber es gibt noch eine ganz andere Geschichte, an die meiner Ansicht nach viel zu selten gedacht wird, wenn es um die bemannte Weltraumfahrt geht. Das ist die Gefahr durch Asteroideneinschläge. Wir brauchen eine Taskforce, die in der Lage wäre, innerhalb von wenigen Jahrzehnten darauf zu reagieren, wenn Astronomen herausfinden, es gibt einen Einschläger von der Kilometergröße oder noch größer, und der wird uns in absehbarer Zeit, also in den nächsten 20, 30, am besten 100 oder 120 Jahren treffen. Dann müssen wir in der Lage sein, einen solchen Einschläger so aus seiner Bahn abzulenken, dass er die Erde nicht trifft. Das ist ein Vorgang, der nicht zu automatisieren ist, sondern das wird eine ganz einzigartige Aufgabe werden, wo meiner Ansicht nach Originalität, Fantasie,
und wirklich auch Querdenker vor Ort sein müssen, um vielleicht Probleme zu lösen, von denen wir hier auf der Erde, wenn wir da nur einen Roboter hinschicken würden, noch gar nicht mal wissen, dass es diese Probleme überhaupt gibt. Wir haben es jetzt gesehen, Rosetta-Mission, da haben wir den Philae da, stellen wir uns für einen winzigen Moment vor, es wäre jemand da gewesen an Bord, der diese kleine Sonde dann auf diesen Kometen gelenkt hätte, die wäre genau ganz sanft weich auf dem Kometen gelandet, weil die Person wäre vor Ort gewesen. Wir waren jetzt Lichtminuten davon entfernt. Wir hätten gar nicht reagieren können. Das Ganze ist automatisiert gewesen. Die Mondlandung wäre auch schief gegangen, wenn kein Mensch da drin gesessen hätte. Genau, weil sie hatten nur 40 Sekunden. Neil Armstrong hat das Ding mit der Hand gelenkt. Ja. Ja. Und solche Situationen tauchen immer wieder auf. Und gerade bei so einer bedrohlichen Szenario, und ich will jetzt hier niemanden dazu aufrufen, seine Lebensversicherung zu kündigen, aber es ist ja nicht die Frage, ob ein Asteroid auf die Erde einschlägt, sondern nur wann. Irgendwann werden solche Brocken hier einschlagen und ein Warnsystem haben wir schon. Wir haben schon gute Beobachtungssysteme für viele, viele dieser Körper, die im erdnahen Raum in relativ moderaten Abständen die Erdbahn kreuzen. Aber wir müssten viel mehr dafür tun und wir müssten dann natürlich bei Gefahrenmeldung auch in der Lage sein, entsprechend zu reagieren. Und deswegen würde ich sagen, wir machen immer noch viel zu wenig bemannte Weltraumfahrt. Denn sowohl die ISS als diese Langzeiterfahrung, wie reagieren Menschen auf Schwerelosigkeit, wenn sie lange im All sind, was für Experimente kann man da machen, wie kommt man überhaupt klar? Das ist sowohl für den Flug zum Mars wichtig, als eben auch, wenn wir mal über eine ganz lange Dimension nachdenken, dass die Menschheit sich vor einer solchen kosmischen Gefahr retten können sollte. Aber gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück und sagen, das kann ja irgendwann mal sein. Ja. Es könnte sehr viel schneller sein, dass diese Erde, so wie wir mit der umgehen, wahrscheinlich unbewohnbar wird. Da gibt es schon die Ersten, die sagen, alles kein Problem, wir gucken im Weltraum, wir finden irgendetwas, dann siedeln wir uns um. Abgesehen von der ideologischen Komponente dabei, ist das ein realistisches Szenario? Also wir sind ja hier unter uns, das ist völliger Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Man kann weder den Mars zu einer neuen Erde machen, der Mars hat nur 10% Erdmasse, das heißt, das ist ein inkontinenter Planet, der kann nichts halten. Seine Gravitation. Wo wir immerhin 2,5 Jahre hin. Genau, ja. Also der Mars kann nichts halten, die Venus ist zu heiß. Planeten um andere Sterne herum sind Lichtjahre von uns entfernt. Ein Lichtjahr ist eine so riesengroße Strecke. Mit der Technologie, die wir heute haben, würden wir bis zum nächsten Stern 75.000 Jahre brauchen. Also ich würde mal sagen, zunächst mal sollten wir zusehen, dass wir unseren eigenen Planeten so schätzen und so vorsichtig behandeln, wie wir nur können. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken, in ganz ferner Zukunft ein Generationenraumschiff loszuschicken. Das wird sich dann vielleicht irgendeinen Planeten suchen. Aber wir haben die Verantwortung für unser Jetzt und für unsere unmittelbare Zukunft. Und da wird uns das Universum nicht helfen. Werden wir Menschen haben, wenn Sie das Generationenraumschiff erwähnen, nicht die bereit sind, dies zu tun, nämlich sich von der Erde zu lösen und irgendwo hinzuschweben, wo auch immer, ohne dass sie die Sicherheit haben können oder sogar sicher sein können, dass sie nicht mehr auf die Erde zurückkommen können. Es gibt ja Erste, die bereit wären, eine solche Mission Richtung Mars durchzuführen, diese One-Way-Mission. Werden Menschen so etwas aushalten können, ins All, in das Schwarze zu fliegen, ohne jemals wieder zurückkehren zu können? Also wenn sie es nicht aushalten, wird die ganze Mission scheitern. Man kann sich vielleicht ein bisschen damit trösten, dass man Anfang des 19. Jahrhunderts auch nicht gedacht hat, dass man mit 30 oder 40 Stundenkilometer mit einem Zug sich bewegen kann. Da dachten alle, man wird zerquetscht werden. Wir rasen heute im Flugzeug mit 900 Kilometer in der Stunde um den Planeten herum. Also was Lebewesen alles aushalten, das ist wirklich dann eine Sache der Empirie, das muss erforscht werden. Deswegen betreiben wir ja momentan auch eben mit Raumstationen Raumfahrt, aber auf die ganz lange Sicht müssen wir Technologie entwickeln dafür. Und wenn wir Technologie vertrauen, dann halten wir das ja auch aus. Wir haben ja, wenn wir uns heute in unsere Automobile setzen, dann machen wir uns keine Gedanken mehr darüber, welche komplexe Technologie da vorne drin ist. Und ich glaube, auch für eine raumfahrende Zivilisation würde in ferner Zukunft irgendwann Raumfahrt einfach sowas sein, wie es heute für uns die Busfahrt ist. Nur muss man sich natürlich darüber klar sein, es werden Ressourcen gebraucht. Diese Ressourcen wären dann Ressourcen von planetarer Dimension. Eine raumfahrende Zivilisation, wie sie zum Beispiel in Science-Fiction-Filmen oft dargestellt wird, die verbraucht die Ressourcen von ganzen Sonnensystemen. Da ist es also nicht mehr damit getan, einen eigenen Planeten auszuräumen, sondern da muss man Asteroiden ausräumen, da muss man andere Planeten ausräumen. Man
kann ja mal so die, für Spaß sich die Frage stellen, sowas wie dieser Todesplanet bei Star Wars, wie viele Metalle müsste man denn da zusammenkratzen, um so ein Ding überhaupt hinzukriegen, geschweige davon, dass man das auch konstruieren kann. Das ist alles ferne Science Fiction, da bleiben wir lieber momentan vielleicht eher bei so einer Vorstellung wie dem Marsianer. In diesem Film, wo mal klar gemacht wird, aha, wir könnten ja irgendwann mal zum Mars fliegen und wer weiß, was man auf dem Mars alles findet, aber möglicherweise werden wir nur feststellen, dass wir auf einem sehr staubigen Planeten gelandet sind und dass der schönste Platz im ganzen Universum der Planet ist, den wir Erde nennen in unserem Sprachgebrauch. Sie schauen als Astrophysiker begeistert in den Weltraum. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine solche Exkursion in den Weltraum zu unternehmen, ohne zurückzukehren, sicher sein zu können, dass Sie wieder auf die Heimat, auf den Heimatplaneten zurückkommen, aber unglaubliche Erkenntnisse übermitteln könnten, würden Sie das machen? Lessing hat mal auf so eine Frage geantwortet, wenn mir Gott anbieten würde, die ganze Wahrheit oder immer nur die Neugier auf die Wahrheit, dann würde er sich immer für die Neugier entscheiden, weil die ganze Wahrheit ist nur für einen Gott. Ich würde lieber weiter fröhlich und neugierig sein und auf meinem Planeten bleiben. Dieses Universum ist sehr faszinierend, aber es ist mir zu groß, es ist mir zu leer und wichtige Menschen in meinem Leben wären nicht in meiner Nähe. Und das ist es mir nicht wert. Im Rückblick muss ich einfach mir eingestehen, dass ich ein Mensch war, der im Grunde genommen etwas gesucht hat, so einen Kick, um ganz wach zu sein. Weil ihm auch alles zu leicht zugeflogen ist. Das weiß ich aber erst heute. Und bei diesem Klippensprung in Mexiko, wo ich mich so verletzt habe, war es eben auch so, dass ich oben gestanden bin auf 13 Meter Höhe, in mich gegangen bin vor dem Sprung und noch einen Impuls bekommen hatte, der sagte, spring nicht. Aber ich habe gedacht, es sei Angst, die ich überwinden muss. Aber es war Intuition. Und ich finde es manchmal schwierig, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was ist Angst, was ist Intuition? Ich dachte, es war Angst, es war aber Intuition. Und da bin ich gesprungen, hatte keine Körperspannung. Und da werden 13 Meter auf einmal sehr hoch und das Wasser sehr hart. Ich bin dann aufgekommen, habe mir den Kopf überstreckt und den 7. Halswirbel hat sich gelockert und in die Wirbelsäule geschoben und ich war sofort gelähmt. Was ist da unter Wasser passiert? Sie waren, wenn Sie gelähmt waren, ja in Todesgefahr. Ja, das ist der Impuls, dass ich jetzt sterbe, das wusste ich irgendwann mal. Weil ich wollte natürlich schwimmen, konnte es nicht, bin untergegangen und habe Wasser geschluckt. Und dann war natürlich der Todeskampf da. Und das war intellektuell bis jetzt eine Klarheit, dass ich mal sterben werde. Aber da war es emotional greifbar, weil es war klar, du stirbst jetzt. Wie geht man in einem solchen Augenblick mit dieser Sekunde, Zehntelsekunde um? Was passiert da? Ja, aus heutiger Sicht war es faszinierend, weil es gibt dieses Nahtodeserlebnis. Von der Wissenschaft wird es als ein Hormoncocktail beschrieben, von spirituellen Menschen als eine Dehnung des Bewusstseins. Es ist ein komischer Zustand, weil irgendwas ist einem sehr ruhig und auf der anderen Seite ist ein Todeskampf. Es ist fast wie eine Spaltung des Bewusstseins. Das sind natürlich Momente, die sehr intensiv sind und da braucht man ein paar Jahre, um zu verstehen, was da passiert ist. Als Sie merken, dass Sie querschnittsgelähmt sind, als Sie dann im Krankenhaus sind, als die ersten Behandlungen beginnen. Wie haben Sie sich da gefühlt? Wir sehen die Umgebung hier jeden Tag mit dem eigenen Körper zu tun. Das hat Ihnen riesen Spaß gemacht. Sie haben das als Herausforderung betrachtet. Das ist ja auch eine Einheit von Körper und Geist, die da irgendwann auftaucht. Sie haben dann immer noch mehr machen wollen. Sie waren sehr erfolgreicher Tennisspieler. Sie haben viele Sportarten sehr gerne gemacht. Ist das ein ganz besonderer Rückschlag für jemanden, der so seinen Körper auch mag? Ja, aber ich hatte diesen Sport, diese Bewegung, dieses Strecken, diese Grenzerfahrung, war nicht auf den kompletten Körper beschränkt, sondern es war eine geistige Einstellung, also eine Philosophie. Und dann konnte ich die Philosophie, die ich auf den ganzen Körper angewendet hat, eben auf die 10% noch anwenden. Und ich habe mich dann auch mehr vergeistigt. Also ich habe mehr diese Energie auch transformiert, wenn Sie so wollen, in Denkprozesse. Also ich habe die Philosophie genommen und übertragen in meinen neuen Zustand und habe nicht so sehr unter dem gelitten, was mir weggenommen wurde.
dass das eine große Stärke werden sollte, auch später, auch in meinem beruflichen Wirken, das war mir damals aber noch nicht klar. Aber das waren 90%, die nicht mehr funktionierten bei Ihnen. Also das war ein Kopfmensch plötzlich und nicht mehr ein Kopf- und Leibmensch. Ja, das war aber 10% Leib auch noch. Es ist also die Frage, worauf Sie sich konzentrieren. Wenn Sie aber jetzt nur bei jedem Veränderungsprozess sehen, was Ihnen weggenommen wird, dann sehen Sie ja den Verlust. Und wenn Sie im Verlust sind, dann sind Sie ja in etwas, was Sie nicht beeinflussen können. Und ich wusste nicht, dass das so eine ausgeprägte Stärke ist, dass ich sofort sehr schnell die 10 sehen kann. Natürlich habe ich gelitten, aber meine Emotionen immer mehr hinter die 10 bringe und auf der aus einmal so viel mehr schöpfen konnte, dass ich trotzdem wieder eine tiefe Erfüllung im Leben gefunden habe. Aber das kann nicht von heute auf morgen geschehen sein. Da muss man doch dran arbeiten. Ja. Da ist ja erstmal ein unglaublicher Schock, ein traumatisches Erlebnis, was Sie verarbeiten müssen. Wie tief hat Sie das denn runtergebracht? Sehr. Und zwar gibt es zwei große Zweifel, Ängste und auch Grenzerfahrungen in dem Moment. Die erste war, wie kann ich mir das antun? Also warum habe ich bis jetzt mich in solche Grenzerfahrungen gebracht? Warum habe ich das Leben nicht wertgeschätzt? Wie konnte ich mir das antun? Das war ein tiefer Zweifel. Und der zweite war, was bin ich noch wert? Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Wir werden trainiert oder erzogen, anderen zu dienen, irgend für was nutzbar zu sein. Und ich habe mich eben nutzloser wie eine Zimmerpflanze gefühlt. Ich habe gedacht, ich werde nur noch anderen zur Last fallen. Und das waren zwei sehr große Sorgen und Ängste. Wenn Sie den eigenen Körper dann nur noch zu Teilen gespürt haben, haben Sie das manchmal verglichen mit dem, was Sie hier noch in so einer Leichtathletikhalle vollbringen konnten? Und haben Sie diesen Vergleich irgendwann als erledigt betrachtet oder wie geht man damit um? Ja, ich war ja erstmal nur mit mir beschäftigt. Also 90% gelähmt, 10 ist da. Der Kopf sagt, konzentriere dich auf die 10. Die Emotion sagt, warum sind die 90 weg? Und dann muss man diese Emotion hinter die 10 bringen. Und ein Killer ist vergleichen. Nicht nur für einen Querschnittgelähmten, sondern für jeden Menschen. Wenn er sich zu sehr vergleicht, sieht er immer, was andere machen können. Mir war relativ schnell klar, wenn ich mich vergleiche, zum Beispiel, ich brauche länger beim Anziehen, beim ins Auto einsteigen, dann wird das für mich ein mentales Grab werden. Also musste ich lernen, ganz bei mir und meinen Möglichkeiten zu bleiben. Die anderen leben ihr Leben, als Fußgänger oder wie auch immer, und ich lebe meins mit meinen Möglichkeiten. Ich muss zugeben, das ist eine heftige Schule, aber auch eine sehr klärende Schule. Die machen auch einem sehr bewusst, um was es geht im Leben. Sie haben ja dann in der Reha im Grunde genommen Ähnliches gemacht, fast wie das, was Sie hier gemacht haben als Sportler. Ja. Sie mussten den Körper wieder versuchen, an einen Punkt zu bringen, wo er so weit funktionierte, dass Sie leben konnten, einigermaßen autonom leben konnten. Wie haben Sie so eine Reha denn erlebt? Man hat ja wahrscheinlich da auch immer wieder Rückschläge. Bei mir war es etwas anders. Das haben die Psychologen, die mich betreut haben, aber auch beschrieben. Ich habe eine erste Phase gehabt, die ging so 2 Monate richtig runter. Und nach dieser Phase ging es ganz beständig und konsequent nach oben. Nicht in einem Push und auch nicht nach unten, sondern mit diesen Ergebnissen und Erfahrungen habe ich mich konstant weiterentwickelt. Das ist natürlich extrem, weil ich habe 4 Minuten für eine Socke gebraucht und beim ersten Mal anziehen fast 4 Stunden. Da war 4 Stunden anziehen, klasse, 4 Stunden ausziehen, kannst du gleich im Bett liegen. Aber schafft man das besser als ehemaliger Sportler? Ist man da disziplinierter? Ja, man ist disziplinierter. Man nimmt das als Herausforderung oder auch ein bisschen bissiger und sagt, ich habe dieses Ziel und dann erreiche ich das. Und dann gibt es mir Selbstvertrauen, dann setze ich mir wieder dieses Ziel. Und dann ist es, wie gesagt, wieder eine Philosophie, die ich von früher hatte. Ich musste es nicht neu lernen. Ich hatte das durch Training, durch Wettkampfpläne, hatte ich das in mir. Und ich weiß, wenn Menschen der Sport genommen wird, dass sie zusammenfallen, weil es um den Sport ging. Bei mir ging es aber immer um die tieferen Prinzipien dahinter. Und die konnte ich auch jetzt anwenden. Dieses Drehen, das ist ja im Grunde genommen 180-Grad-Drehen. Sie haben 90% Ihrer körperlichen Fähigkeiten verloren, haben noch 10. Jetzt haben Sie versucht, diese 10 quasi wieder zu 100% zu machen. Oder sehe ich das falsch? Ganz genau. Ich habe mich dann auf das konzentriert. Das andere ist auch da, ist ja auch wichtig. Man darf es ja auch nicht negieren. Und habe aus diesen 10 das Maximum rausgeholt und halte das dementsprechend auf einem hohen Niveau oder Level. Und das ist so zu meiner Philosophie geworden. Konzentriere dich auf deine Einflussmöglichkeiten, beschwer dich, alles andere wird ausgeblendet und mach aus dem das meiste, was du machen kannst. Im Grunde genommen, auch bei einem selber, konzentriere dich auf deine Möglichkeiten und werde einfach der Beste, der du sein kannst, weil mehr geht ja echt nicht. Mehr geht nicht. Glücklich ist nicht der, der anderen so vorkommt, sondern der sich selbst dafür hält.
Und ich lebe so viele Menschen, die ein Bild des Glücks abgeben wollen, ein Bild der glücklichen Ehe, ein Bild der glücklichen Kinder, ein Bild der glücklichen Familie und hinter diesem Bild sich aushöhlen. Schauen Sie, wenn Sie in ein Spiel gucken und sagen, wie geil ist das denn? Und gehen um die Ecke und einer sagt, Sie sehen aber nicht glücklich aus. Jetzt sind es den Leuten wichtig, was die anderen über einen denken. Glücklich ist der Mensch, der einfach sagt, wie toll ist das denn? Und das fehlt an allen Ecken und Enden. Es wird überall das vorgegeben, ein Image, eine Rolle oder aufrechterhalten. Und ich sehe es immer so, wenn ich bei Empfängen bin und Paare wollen besonders glücklich sein, dann weiß ich, die stehen kurz vor der Scheidung. Ich nenne das den Van der Vaart-Effekt. Ich habe auch diese Chance wirklich gesehen, dass ich einen Unterschied für andere Menschen machen kann. Dass mein Lebensweg, meine Geschichte, nicht nur für mich, sondern in einem größeren Zusammenhang auch für andere einen Vorbildcharakter werden kann. Und das ist es ja auch geworden. Und das hat mich wirklich inspiriert. Aber wenn Sie diese letzte Essenz an Dynamik und an Energie nicht gehabt hätten, oder derjenige, der sie nicht hat in der Situation, können Sie verstehen, dass jemand sagt, ich mache jetzt Schluss, ich begehe Selbstmord? Kann ich. Ich möchte nicht hingehen und sagen, das, was ich erlebt habe, dann zu einem Imperativ zu machen, das muss so sein, jeder kann das und so weiter. Nein, nein. Ich kenne die Grenze, an der sie vorbeigehen, wo die Verzweiflung so groß ist, wo sie es nicht hinbekommen, wo die Selbstmitleid so unerträglich wird, dass in ihnen sie an einen Grenzgang gehen und dass sie dort abbiegen und in eine andere Richtung kommen, als an der, in der ich jetzt bin. Die Gefahr ist groß. Am 3. Juli 1987 mittags kommen Sie mit einem solchen Gefangenentransporter hier an und dann schließt sich für Sie die Welt nach außen. Genau, also ich bin hier angekommen im Nirgendwo, in einem Ort, den es für die normalen Menschen in der DDR überhaupt gar nicht gab. Und diese Einlieferung hier war für mich eigentlich der größte Schock. Sie sind hier angekommen nach einer 4-stündigen Fahrt, obwohl man eigentlich gerade mal eine halbe Stunde vom Flughafen braucht. Sie kamen aus Budapest, wo Sie verhaftet worden waren. Genau. Nach einer Woche Untersuchungshaft dort hat die Stasi mich und andere Jugendlichen zurückgeholt. Und direkt am Flughafen Berlin-Schönefeld wurden wir dann in zwei solche Autos eingepackt, muss man sagen, wie eine Ware. Direkt an der Flugzeugtreppe standen die Fahrer, die über ihren Uniformen die Kittel des Lieferunternehmens hatten. Also bei mir stand hier direkt an der Seite drauf mit roter Schrift Zentrum Warenhaus. Und mit vorgehaltener Maschinenpistole wurden wir nur kurz aufgefordert, rein da. Ich selber wollte mich erst auf diese Bank setzen und dann sagte der Stasi-Mann, nein, nein, in die Box dort. Und ich habe erst mal einen Schreck gekriegt, weil da passte ich mit meinen 1,82 nicht wirklich rein. Aber wenn Sie eine MP vor den Bauch gehalten bekommen, stellen Sie nicht viele Fragen. Als sich hier die Gefängnistore schlossen hinter Ihnen, haben Sie geahnt, was da auf Sie zukommt? Nein. Also während dieser langen Fahrt hatte ich also nur eins im Kopf, hoffentlich bringen die uns jetzt nicht in irgendein Waldstück und wir werden auf der Flucht erschossen, weil es folgten ja immer nur mit dem Ausstieg aus dem Flugzeug Drohungen, kurze Befehle, kurze Drohungen, aber nie, sie kommen jetzt dort und dorthin und das wird jetzt so passieren, ja, wie man das vielleicht kennt aus Krimis, sondern nur rein da, also wirklich wie in einem drittklassigen Geheimdienstfilm. Und dann in diesem Auto während der langen Fahrt hörte ich am Anfang noch im Innern der Stadt die Straßenbahn, ich hörte die Hochbahn in der Schönhauser Allee. Und dann wurde es immer ruhiger, Holperpflaster und irgendwann kam der Wagen dann hier zum Stehen. Das hörte man ja dann schon akustisch, das laute Tor, was hier hinten zuknallte, Sekundenstille und dann wurden die Türen aufgerissen und wir wurden ausgeladen. Als sich hier die Tür öffnet und Sie geblendet sind von dem hellen Licht, weil Sie 4 Stunden lang in der Dunkelheit da drin gesessen haben, was sahen Sie zunächst? Also unter Geschrei
wurden wir hier rausgeholt und direkt vor dem Auto standen 5 Stasi-Männer, breitbeinig mit schwarzen Reitstiefeln, hellgrauen Uniformen, Schirmmütze. Sie hatten einen Gummiknüppel, der so in der Hand wippte. Sie haben uns überhaupt nicht angefasst, aber sie brüllten, keiften, drohten und wir verhafteten. Wir mussten uns dann mit Gesicht zur Wand, Hände hinter den Kopf in einer Reihe dort an der Wand anstellen und wurden durch einen der schreienden Wärter ins Gefängnis gebracht. Und ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich hier rausgeholt wurde, brach der letzte Rest Heimat für mich zusammen. In dem Moment habe ich nämlich nicht gedacht, ich bin in der Realität, sondern in irgendeiner Filmszene eines Nazi-Films. Wie war der Augenblick, als Sie entdeckt wurden, als man Sie quasi festgenommen hat, ausgeliefert hat? Also es war für mich eine innere Katastrophe, als ich festgenommen wurde. Denn ich bin losgerannt. Ich sah etwa 400-500 Meter vor mir die Grenzschilder zu Jugoslawien und war der Freiheit nah wie nie zuvor und auch meiner großen Liebe im Westen. Und auf einmal hörte ich 20 Meter hinter mir einen Schrei, Stopp. Und ich hörte einen Knall. Es schoss jemand anscheinend in die Luft. Und dann noch mehrere Schüsse anscheinend in meine Richtung. Ja, ich merkte also, ich bin um mein Leben gerannt, wie es rechts und links immer im Sand aufstob. Und dann passierte mir ein ganz großes Pech. Kurz vor den letzten Grenzschildern praktisch bin ich ausgerutscht und das war's dann. Ja, dann wurde ich durch diesen Bauern festgesetzt. Der war auch recht sportlich, also schnell hinter mir her. Wurde dann sofort an die ungarische Grenzpolizei übergeben. Ich wurde noch in der gleichen Nacht vom ungarischen Geheimdienst ins zentrale Polizeigefängnis nach Budapest gebracht. Ja, die Haft hat ein Ende und Sie werden freigekauft vom Westen. Ja, ich werde erstmal in die DDR entlassen. Das Gefängnis wird eigentlich erstmal größer und ich habe dann aber gar keine Ruhe mehr gegeben. Ich nahm ganz bewusst an Veranstaltungen in der Kirche teil und dann merkte das Regime, der wird jetzt langsam gefährlich, der lässt sich nicht mehr einschüchtern, der muss sofort raus. Und am 7. März 88 hatte ich mit einem ganz speziellen Schnellzug die DDR zu verlassen in Richtung Bundesrepublik. Und als ich nachts um 12 Uhr von Deutschland nach Deutschland, von Oebisfelde nach Wolfsburg über die Grenze fuhr, das war der schönste Moment meines Lebens. Endlich raus, endlich frei. Und am Anfang funktioniert auch alles hervorragend. Ja, also ich werde Barmann im besten Hotel von West-Berlin, im Kempinski am Kurfürstendamm. Und ja, endlich habe ich mein selbstbestimmtes Leben. Und die Vergangenheit, die Sie eigentlich hinter sich gelassen hatten, die DDR, die Sie hinter sich gelassen hatten, die holt Sie jetzt plötzlich in West-Berlin wieder ein. Genau. Also zum einen war es so, dass sich meine große Liebe nicht erfüllt hat, weil mein Freund mir vergessen hatte zu sagen, dass er eine Frau und 2 Kinder hat. Und es stellte sich doch dann eine erste Ernüchterung ein, als am 9. November 1989 die Mauer fiel. Weil trotz aller Freude, die Familie wiederzusehen, meine Freunde, war es auch eine große Ernüchterung, weil ich merkte, ich sehe die ganzen Funktionäre der SED, der Stasi wieder, die mir das Leben jahrelang schwer gemacht haben, mit denen muss ich jetzt im Vereinten Deutschland weiterleben. Das war im ersten Moment schon, wie für viele andere ehemalige politische Häftlinge, ein Schock. Aber es gibt noch einen viel tiefer gehenden Schock für Sie persönlich. Sie haben eine Begegnung. Genau. Zunächst war ich weit weggegangen, weil ich nicht wissen wollte, welcher dieser Musterkommunisten Karriere macht im Vereinten Deutschland. Bin 1996 aus den USA zurückgekommen, habe mich im KDW als Kaufmann beworben, habe dort dann einige Jahre in der Zigarrenabteilung gearbeitet. Und dann kam der 17. Januar 1999, wo ein Mann vor mir stand, von Anfang 40, im dunklen Anzug, braun gebrannt, roch gut, war sehr kultiviert. Und er fragte mich im ersten Moment, was raucht denn Fidel Castro für Zigarren? Und ich dachte in dem Moment, komische Frage, stellt sonst kein Kunde. Und so wie er diese Frage stellte, so wie er sich gab, so wie er roch, erkannte ich den Stasi-Offizier wieder, der mich 12 Jahre zuvor im Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen verhörte. Wie haben Sie darauf reagiert? Im ersten Moment habe ich gedacht, schlage ich dem jetzt eins in die Schnauze, weil verdient hätte er es ja, nach allem, was war. Aber in diesen Augenblicken habe ich dann auch gedacht, Rache bringt überhaupt nichts und vor allem, ich wäre meine Arbeitsstelle losgeworden. Ich habe dann auch gedacht, ich spreche den jetzt an und wenn er reflektiert, wenn er sich vielleicht bei mir entschuldigt, dann könnte ich Frieden mit der Vergangenheit machen und könnte heute dann ruhiger schlafen. Und er wollte gerade gehen,
packte seine Zigarren zusammen. Und ich sagte dann zu ihm, entschuldigen Sie, wir kennen uns, Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen vor 12 Jahren. Sie waren dort Offizier, Sie waren dort Vernehmer und ich hätte alles erwartet. Aber er sagte einfach nur, ja und? Und da war ich schon etwas irritiert und ich sagte, naja, ich saß damals als 19-Jähriger auf der anderen Seite Ihres Schreibtisches. Ich wollte nur aus Liebe in den Westen und Sie wollten für mich 2 bis 8 Jahre Gefängnis. Sie müssen mir jetzt hier nicht um den Hals fallen, aber ein Handschlag, und tut mir leid, wäre doch jetzt mal angebracht. Und dann passierte was, womit ich nie gerechnet hätte. Er fing an, mich anzuschreien vor wildfremden Leuten, die um uns herum standen. Die waren aber alle auch schockiert, standen stumm da. Und ich dachte, das gibt's jetzt gar nicht, ja. Er sagte solche Sachen wie, haben Sie nicht begriffen, dass Sie ja damals zu Recht im Gefängnis war? Wofür soll ich mich bei Ihnen entschuldigen? Reue ist was für kleine Kinder. Sie sind doch ein Verbrecher. Und in diesem Moment kam das ganze Erlebte, die ganzen durchwachten Nächte im Gefängnis, das ganze Trauma der Verhöre wieder hoch. Und mein schönes Leben war ein zweites Mal zu Ende. Und das war ziemlich lange zu Ende. Sie sind in tiefe Depressionen verfallen. Sie haben ein richtiges Trauma erlitten, sie mussten sehr lange behandelt werden, genau. Und sie mussten sich eigentlich aus der Vergangenheit mit allergrößter Mühe wieder hervorkämpfen. Genau. Also die größte Katastrophe sozusagen war, weil ich diese Albträume nicht los wurde, dass ich eine Überdosis Schlaftabletten nahm. Mich fand Gott sei Dank ein Freund, es ging ins Krankenhaus, ich wurde ins Leben zurückgeholt, aber ich hatte gar keinen Lebensmut mehr. Und der Chefarzt der Klinik damals, der kam an meinem Bett und der wusste als einziger der Ärzte, was mit mir los ist, dass ich ein Trauma habe, dass sonst ja in meinem Leben alles glatt lief. Aber er wusste, die Stasi-Haft hat Spuren hinterlassen und er sagte zu mir, wenn du jetzt aufgibst, wenn du jetzt nicht mehr leben willst, dann haben die doch damals erreicht, was sie wollten. Du musst zum Beispiel in das Gefängnis nach Berlin-Hohenschönhausen zurück, wo du einst inhaftiert warst, wo du einst gequält wurdest, dann wird es dir besser gehen. Ich habe für mich gemerkt, ich möchte solchen Leuten wie meinem ehemaligen Vernehmer nicht auch noch die nächsten Jahre meines Lebens schenken müssen in Gedanken. Und deshalb möchte ich heute diesen Leuten nicht allein die Deutung der Geschichte überlassen. Und trotz gesundheitlicher Probleme bin ich heute in vielerlei Hinsicht ehrenamtlich engagiert. Zumindest ist es gut, dass ich gerade junge Leute sensibilisieren kann, dass so etwas, was mir damals als junger Mensch passiert ist, nie wieder passieren darf. Dass solche Kleinbürger, solche Kleingeister nie wieder Macht über Menschen bekommen. Dass sie nie wieder Befehle, ohne nachzudenken, ausüben dürfen. Dass es nie wieder so ein System gibt wie damals in der DDR. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist sozusagen eine Botschaft, die ich gerade jungen Menschen gerne rüberbringen möchte. Ja, für Jürgen Domian ist das eine ziemlich ungewöhnliche Situation. Er fragt nämlich nicht, sondern er wird befragt. Das nach 20.000 Gästen, die er in seiner Sendung hatte, nach 20 Jahren Sendung hier in seinem Studio. Diese Bandbreite, wie kann man die ja so ein bisschen umfassen nach 20 Jahren? Was ist das gemeinsame Motiv der Menschen? Das gemeinsame Motiv ist, sich auszutauschen. Und ich sage ja immer, am Anfang war das Konzept, hier kann man über alles reden, sofern jemand bereit ist, wirklich zu reden. Also ich habe auch zu Beginn immer gesagt, ich rede mit Nazis, ich rede mit Pädophilen, ich rede mit Mauerschützen, solange man reden kann. Und gerade beim Stichwort Nazis oder Pädophile gab es dann anfänglich auch viel Kritik. Wie kann man solchen Leuten eine Bühne oder ein Forum geben? Und ich erwidere darauf immer, ich habe doch die moralische Verpflichtung, mit denen zu reden. Wann habe ich denn die Chance, mit einem pädophil veranlagten Menschen, der bereit ist zu sprechen, der meldet sich ja hier freiwillig, oder mit einem, der sehr rechtsorientiert ist. Wann hat man die Chance, so jemanden anzusprechen? Vielleicht sogar die Chance, auf ihn einzuwirken, dass er seine Meinung verändert. Und durch dieses Gespräch mit einem Pädophilen auf dem Sender oder mit einem rechtsorientierten Menschen erreiche ich ja die vielen anderen auch, die nachts in ganz Deutschland und wo auch immer uns zuhören.
Also ist das, finde ich, das journalistisch und moralisch auch eine Pflicht sogar, mit diesen Leuten zu sprechen. Wie gesagt, solange man reden kann. Du hast eine Sendung nachts eine Stunde lang. Und ich kann mir vorstellen, wenn man mit diesen Schicksalen konfrontiert wird, dass das einen nicht kalt lassen kann. Nein. Es geht so, dass wir immer nach der Sendung noch eine Stunde Nachbesprechung mit unseren Psychologen, die hier im Hintergrund arbeiten. Ohne die, finde ich, wäre eine solche Sendung auch nicht zu verantworten. Das fängt dann schon einiges auf. Also auch für dich persönlich? Ja, absolut. Wir gehen jeden einzelnen Fall nochmal durch. Dann erzählen mir die Psychologen, wenn die im Nachhinein noch weiter mit den Leuten gesprochen haben, wie das Gespräch verlaufen ist, wie sie die Leute gelotst haben, was sie am nächsten Tag tun sollen. Also die Psychologen sind hier dafür da, dass sie quasi Ersthilfe anbieten und eine Servicefunktion haben, damit die Anrufer wissen, wohin sie sich am nächsten Tag wenden können. Ja, und dann ist es irgendwann 3 Uhr in der Nacht und dann fährt man alleine nach Hause. Und natürlich gibt es immer wieder gravierendes, also vieles macht man professionell, das ist klar, nach 20 Jahren. Aber es gibt immer wieder Fälle, die nimmt man mit nach Hause und da muss ich dann alleine mit mir klarkommen. Und das ist auch gut so. Mhm. Wenn alles an mir abprallen würde, wäre ich der falsche Mann hier für diesen Platz. Aber das geht jedem Arzt, jeder Krankenschwester, jeder, der mit schwerst Betroffenen irgendwie zu tun hat, denen geht das ganz genauso. Ja, aber du setzt dich ja sehr intensiv oftmals mit den Motiven oder mit diesen Schicksalen ganz grundsätzlich auch auseinander. Du hast mehrere Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch über den Tod, den du mal gerne im Studio, denke ich, gehabt hättest, um ihn ja zu beschimpfen, möglicherweise ja auch. Oder zu befragen. Weil er ja oftmals sehr ungerecht agiert. Nach unserer menschlichen Auffassung, ja. Ja, du hattest zum Beispiel Fälle, bei denen man jetzt zunächst einmal großes Mitleid empfindet. Eine Todkranke, eine Krebskranke, die weiß, dass sie sehr bald stirbt, die aber sagt, ich habe eigentlich mein Leben immer nur um mich selber gedreht. Ich war die wichtigste Person in diesem Leben und jetzt stelle ich fest, das war ein Riesenfehler. Da kommen zwei Sachen zusammen, nämlich einmal das Mitleid und auf der anderen Seite auch eine Reaktion, wo man sagt, naja gut, also wenn du das über 4 Jahrzehnte so gesehen hast, dann musst du damit jetzt auch zurechtkommen. Wie gehst du denn da selber mit um? Du kannst nicht einfach nur sagen, das tut mir furchtbar leid, sondern du bist ja vielleicht auch ein bisschen ärgerlich über dieses gewissenlose Leben, was sie geführt hat. Also zunächst mal sind für mich die Gespräche mit Todkranken oder mit Sterbenden nach wie vor das Schwierigste. Und das wird auch immer so bleiben. Weil es einfach Lebenskonstellationen gibt, wo man keinen Trost mehr spenden kann. Was soll ich einer Frau sagen, die auch hier angerufen hat vor Jahren, deren Kind entführt, sexuell missbraucht und ermordet worden war? Da gibt es keinen Trost. Und ich bin ja nicht Pfarrer Fliege oder weiß ich wer, der das dann irgendwie klerikal einordnet. Ja, das ist ja dann auch in der Regel Rhetorik. Frage der Rhetorik. Nein, aber dieser angesprochene Fall, das war in der Tat eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die aus einem Hospiz anrief und sich meldete schon mit den für mich bewegenden Worten: Domian, ich habe mein Leben falsch gelebt. Ich habe immer nur an mich gedacht. Und dann erzählte sie so ihre Ego-Tour, sehr erfolgreich, hat sich sehr hoch gearbeitet in ihrem Leben, aber hatte keine Familie, keine Freunde, hatte keine wirkliche Liebe, weil ihr das irgendwie alles lästig war. Und das war in der Tat für mich eine schwierige Situation, weil mir war klar, dass meine Worte Gewicht hatten für sie. Und dann stand ich vor dem Problem, soll ich sie jetzt auch noch beschimpfen oder bestärken darin, dass sie so viel Fehler gemacht hat? Oder soll ich sie plump trösten? Die war sehr tough, das hätte die wahrscheinlich gar nicht ernst genommen. Und ich habe ihr dann gesagt, nach langem Hin und Her und längerem Gespräch, dass ich Respekt davor habe, dass sie jetzt, wenn auch sehr spät, aber immerhin ist sie zu dieser Erkenntnis gekommen. Und so, wie es jetzt ist, dass sie jetzt diese Gewissheit oder diesen Überblick über ihr Leben gefunden hat, dass ich das ja respektiere und dass das so gut ist, wie es ist. Und dann haben wir ein bisschen geschwiegen und dann habe ich ihr gesagt, ich wünsche dir ein,
ein schnelles und friedvolles Sterben. Und dann hat sie sich ja bedankt und dann war das Gespräch zu Ende. Mhm. Natürlich sind immer die Momente, wenn ich mich von Sterbenden verabschiede, immer bedrückend für mich, weil ich weiß, ich entlasse sie jetzt in ihre Einsamkeit. Jeder ist einsam, wenn er stirbt, auch wenn jemand dabei ist. In diesem Fall war sie wirklich einsam. Und jeder muss damit klarkommen. Aber wir haben ja ein wenig reden können. Und vielleicht hat es ihr gut getan. Mhm. Und auch das Beispiel mit der Frau, deren Kind ermordet worden war, da gibt es natürlich keine Hilfe und keinen Trost, wie ich sagte. Die erzählte, das bestätigen mir viele Psychologen, dass wenn so eine Katastrophe in einer Familie stattgefunden hat, dass die Familie nicht mehr miteinander reden kann. Das war in dem Fall auch so. Sie konnte mit ihrem Mann nicht mehr darüber reden. Das war wie gelähmt und auch nicht mit ihrem anderen Kind. Und dann hat sie zum Strohhalm der Sendung gegriffen und hat gesprochen. Und sie war, wir haben ein sehr langes Gespräch geführt. Das ist für Radio und Fernsehen völlig ungewöhnlich für dieses Format, nämlich 30 Minuten. Und im Übrigen, die Zuschauer sind dabei geblieben. Wir konnten das dann hinterher sehen. Immerhin haben sie 30 Minuten abgelenkt und wir haben über ihr Kind gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was das Kind gerne gegessen hat und wo sie in Urlaub waren, was dem Kind gefallen hat. Und ich glaube, das hat ihr ein wenig geholfen. Aber mehr kann man nicht. Die Struktur ist eigentlich nötig, um akzeptieren zu können oder zumindest respektieren zu können, dass es Schicksalsschläge gibt, die man sich A nicht erklären kann und die vor allen Dingen ja auch aus deinen Zuhörern immer wieder sehr deutlich machen, das ist völlig ungerecht. Mhm. Das kann man nicht verstehen, warum dem etwas passiert und dem nicht. Warum es dem gut geht und demjenigen ganz schlecht geht. Ist das für dich persönlich ein Resultat auch dieser 20 Jahre Auseinandersetzung mit diesen Schicksalen? Sich persönlich da eine Orientierung neu zu suchen? Also ich sitze manchmal hier und denke, wenn ich wirklich ganz, ganz schlimme Schicksale höre, das würde ich wahrscheinlich nicht so schaffen, dieses Schicksal so zu meistern. Und daher ist das für mich oder für meine Mitarbeiter auch, die wir das zu viele Jahre machen, von großem Nutzen oder es hilft uns in unserem Leben, dass wir mit solchen Dingen konfrontiert werden. Das bringt mir mehr Demut in mein Leben. Natürlich sind auch die Grundaussagen des Zen, dass man die Dinge so nehmen muss, wie die Dinge sind. Aber dass man auch die Dinge verändern soll, die man verändern kann. Und das ist, glaube ich, die große Kunst des Lebens. Wir sitzen an der Pont d'Almar in Paris in einem Café und wir wollen mal ein bisschen zurückschauen. Bei Ihnen kann man 90 Jahre zurückschauen und Sie haben viele, viele Interviews geführt, angeblich über 1000 Interviews. Und Sie haben immer wieder den Menschen die Frage gestellt, hat sich eigentlich Ihr Leben gelohnt? Wenn Sie zurückschauen, wie ist das bei Ihnen? Die Frage habe ich wohl mehr als Jüngling gestellt als später, ja. Denn so eine solche Frage wie die Frage, sind Sie glücklich oder so, ist eigentlich nicht zu beantworten. Jeder kann nur sein eigenes Leben führen und geführt haben. Und manchmal sind die unbedeutenderen Leben, ich habe ja oft mit völlig Unbekannten gedreht, erfüllter und wichtiger als das der Berühmtheiten, obwohl diese Leute es möglicherweise gar nicht wissen. Hat sich mein Leben gelohnt? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war es erfüllter und beglückender, als ich es hätte erwarten können in meiner ziemlich bekümmerten Kindheit und Jugend. Sie sind eigentlich ein bisschen ein Getriebener. Sie haben eine Emigration aus Deutschland erlebt, sind quer durch Europa geflüchtet, waren in den USA, sind seit 1949 in Paris und Sie haben diese Zeit der Flucht eigentlich nie vergessen, sowieso nicht, aber nie ablegen können. Kann man so ein Kapitel im Leben, wenn es so schlimm war, nicht auch irgendwo als
zurückliegend akzeptieren und sagen, damit habe ich aber jetzt nichts mehr zu tun? Nee, so nicht. So wenig, wie man eine Kindheit oder Jugend ablegen kann, weil das ja die Zeiten sind, in denen die Eindrücke am tiefsten sich in den Menschen eingraben. Aber man kann es verdauen. Man kann das Positive daraus ziehen, das sich in Gottes Namen ziehen lässt. Man kann was draus machen. Und vor allem bin ja nicht umgebracht worden. Und meine Eltern auch nicht, wie so viele andere meiner Verwandten. Das gibt einem einerseits ein schlechtes Gewissen und andererseits doch einen gewissen Auftrieb. Wenn man damals nicht umgebracht wurde, vielleicht wird man nie mehr umgebracht. Sind Sie eigentlich ein Menschenfreund geworden? Sie waren eigentlich eher, so beschreiben Sie das, jemand, der Menschen gar nicht so gerne mochte. Hat sich das später geändert? Sie haben Interviews geführt, ganz viele Interviews mit sehr schwierigen Menschen. Und Sie haben immer wieder einen Zugang zu diesen Menschen gefunden. Damit muss man doch eigentlich ein Menschenfreund sein. Nee, Menschenbewunderer, Menschenerfascher, Erforscher. Ob das auf Menschenfreundschaft herausläuft, das weiß ich eigentlich nicht. Aber Menschen zu sich heranziehen wollen und das Metier dieses Filmporträtisten und so weiter, das ich mir gewählt habe, ist ja eine Werbung um andere Menschen, ja, um das Verständnis, die Zuneigung, das sich öffnen der anderen Menschen. Da ist ja sehr viel Liebeswerbung drin. Und das führt natürlich zu einer Menschenwärme, den anderen Menschen als sich verwandt fühlen. Wenn das Menschenfreundschaft ist, nun ja, okay. Gibt gute und schlechte Seiten in den Menschen, die sich in Extremsituationen immer sehr deutlich zeigen? Ich habe eben gesagt, Sie haben den Krieg miterlebt, den Zweiten Weltkrieg auch als Soldat. Sie haben Verhöre geführt. Haben Sie da mehr den Zugang zu den Menschen im Positiven gefunden? Oder sagen Sie jetzt nach 90 Jahren, der Mensch ist eigentlich von Grund auf nicht gut? Nee, so. Nein, der Mensch ist sowohl gut wie böse. Und das hat schon Bo Lessing irgendwo gesagt in seinem Faustfragment. So schnell wie der Übergang vom Guten zum Bösen kann gar nichts auf der Welt sein. Ja? So ähnlich hat er das gesagt. Das ist das, wovon ich durchdrungen bin. Jeder Mensch kann umschlagen in einem Moment zum anderen. Ich will darauf nicht näher eingehen, einmal auf einen anderen Menschen geschossen. In dem Versuch, ihn umzubringen. Wo ich mich nachher gefragt habe, wie ist denn sowas möglich? Für sowas bin ich doch gar nicht geschaffen. Ja? Aber dieses Verständnis ist dann dieses Verständnis des Bösen, dass jeder Böse in sich als gut empfindet, ist sehr wichtig für diesen Beruf, den Sie und ich uns gewählt haben. Sie haben 62 begonnen mit einer, ja man kann schon sagen, wirklich historischen Form von Interviews und Beschreibungen hier aus Paris. Diese Sendungen waren oftmals an sehr einfache Leute gebunden, aber oftmals hatten sie auch Stars, ob Yves Montand oder Edith Piaf, die ganz großen Stars. Und trotzdem haben sie mit diesen Stars anders geredet, als das heute getan wird. Da ging es nicht um ein Buch und eine Schallplatte, sondern da ging es eigentlich um die Person. Haben diese Personen Sie auch deswegen interessiert, weil Sie selber sich spiegeln wollten und sagen wollten, wo stehe ich denn eigentlich? Ja, sagen wir, ich war immer unbeeindruckt von puren Erfolgsstory. Dass die Leute Stars waren oder wurden und so weiter, hat mich weniger interessiert als die Motivation dahinter, der Antrieb, woher das kam, ja, bei der Piaf, das war ja eine wahnsinnig unglückliche Kindheit, die
sie überwinden musste, ja, und die sie dann herausgeschrien hat. Und jeder verstand das, weil doch viele Menschen das Schicksal geteilt haben, vor allem in diesen Kriegszeiten. Nicht wie wird man Star, sondern wie wird man zu einem Mensch, zu einem erfolgreichen Menschen. Wie kann man seine eigenen Schwierigkeiten überwinden, seine Handicaps? Das hat mich interessiert. Eines der letzten großen Porträts, was Sie gemacht haben, ist mit der inzwischen verstorbenen Frau des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt gewesen, Loki Schmidt. Wir sind mit Loki Schmidt sehr lange an einem Elbstrand entlang gegangen und haben mit ihr über das Leben im Rückblick gesprochen und sie gefragt, was kommt denn danach? Können Sie sich vorstellen, dass danach, nach Ihrem Tod, etwas kommt? Und da hat sie gesagt, die Moleküle bleiben ja. Und wenn ich in irgendeiner Form, in einer Art von Pflanze wieder auferstehe, dann ist das eine sehr schöne Vorstellung. Was haben Sie für eine Vorstellung? Naja, ich finde das alles bewundernswürdig. Meine Frau glaubt auch an Seelenwanderung. Ich glaube eigentlich, das Einzige, was wir der Vergangenheit hinterlassen, sind unsere Kinder und unsere Filme. Sind Sie damit zufrieden? Können Sie damit abschließen und sagen, das ist in Ordnung? Ist okay.